Alles zum Thema Wasser aufbereiten, ja, mit diesen Wasseraufbereitungstabletten. Und wenn du das wissen willst, wo die Vor- und Nachteile liegen, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Wasseraufbereitungstabletten. Heute, wo ich das Video freischalte und auch mache, ja, ist Weltwassertag und dir ist sicherlich bewusst, dass Wasser eine ganz elementare Sache beim Thema Überleben in Extremsituationen ist. Ganz kurz, bevor ich zu diesen Tabletten komme, ich verspreche, ich werde dir alles darüber erzählen, was ich weiß. Es gibt im Endeffekt für das Wasseraufbereiten diese Möglichkeiten. Der Klassiker ist das Kochen. Ja? 3 Minuten lang kochen und du bist auf der sicheren Seite. Manchmal funktioniert das aber nicht, wenn man kein Feuer hat oder kein Feuer machen will oder es keine Wärmequelle gibt. Dann gibt es den guten alten Filter. Ich habe jetzt hier den Sojafilter, aber es gibt viele andere. Das ganze Video ist ein billiges Eigenwerbevideo, ist ganz gleich. Gibt unten den Link in meinen Shop. Schau dir das ganz einfach an, was es da gibt. Und immer, ich weiß nicht, wann du das Video sehen wirst, immer im Bereich des Weltwassertags haben wir auch immer eine nette Aktion für unsere Kunden. Also schau dir das an. Auf jeden Fall, diese Filter haben ganz große Vorteile. Ja, die gibt es auch, haben aber auch Nachteile. Dann gibt es die gute alte UV-Aufbereitung, entweder mit einer PET-Flasche in die Sonne legen oder eben mit diesen Steripans hier, die gibt es im Shop, oder eben die chemische Aufbereitung. Es gibt dann noch 2 weitere, die lasse ich aber jetzt weg, das würde den Rahmen sprengen. So, die chemische Aufbereitung hat einen ganz einen großen Vorteil. Und zwar, du drückst dir eine dieser Tabletten hier heraus, ja, so schauen die aus. Die erinnern mich irgendwie an die Flurtabletten, ja, die man den Kindern verabreicht. Oder ich habe als Kind immer so Flurtabletten essen müssen. Das werde ich aber jetzt hier an der Stelle nicht tun. Aber das ist es. Es ist nicht mehr als diese kleine Tablette. Und die Sache ist erledigt. Du wirfst das ins Wasser rein. Ich komme dann noch dazu, was du achten musst. Aber im Endeffekt, du wirfst dieses kleine Tablettel in das Wasser rein. 1 Liter. Eine Tablette, 1 Liter. Eine Tablette, 1 Liter. Und halbe Stunde Minimum, besser sind 2 Stunden. Ja, denn dann sind auch Protozoen, die einfach stärkere Hüllen haben, stärkere Zellhüllen haben, ja auch kaputt. 2 Stunden. Halbe Stunde bis 2 Stunden. Das bedeutet, das ist cool. Denn du hast alle biologischen Gefahren, Bakterien, Viren und Einzellige, also Protozoen, im Griff. Fertig, brauchst nicht nachdenken. Das geht teilweise nämlich mit dem Filter nicht, der kann manchmal also gewisse Viren nicht filtern. Kochen ist auch 100%ig sicher, da ist auch alles tot und der UV macht auch alles weg. Aber es gibt einen ganz großen Nachteil bei dieser Sache. Nummer 1, du musst einmal mindestens eine halbe Stunde, besser 2 Stunden warten, bis du dein Trinken hast. Das kommt jetzt darauf an, ob das für dich ein Thema ist oder nicht, aber es kann sein. Das zweite dabei ist, dass das Wasser komplett klar sein muss. Und mit komplett klar meine ich wirklich komplett klar. Es darf kein Sediment mehr enthalten sein. Warum? Stell dir jetzt vor, du nimmst aus einer Regenlacke, der Regenpfütze was raus und das ist so richtiges braunes irgendwas. Ja? Der Dreck, der da drinnen ist, ist grundsätzlich ja nicht das Problem. Dann kannst du ja mittrinken. Es geht ja um die Erreger, die sich im Wasser befinden. Die können sich aber in diesen Schmutzpartikeln verstecken, anheften und da kann dann die Tablette ganz einfach nicht 100%ig wirken. Das heißt, du musst das Wasser auf jeden Fall vorfiltern. Da habe ich auch schon einige Videos dazu gemacht und alle, die bei meinen Newsletter dabei sind und die meine Bücher sich geholt haben, wissen genau, wie das geht. Dieses Vorfiltern ist eine ganz wichtige Technik, wenn du mit Wassertabletten arbeiten willst. Gut, stellen wir uns aber jetzt die Frage, was ist, wenn ich schon glasklares Wasser habe? Ist in Ordnung. Ich werfe das jetzt rein. Wird das auf Dauer ein Problem sein, wenn ich das auf Dauer nutze? Das kann ich nicht beantworten, weil hier einerseits einmal jeder Mensch auch anders funktioniert. Aber eins ist auch ganz klar, deine Zähne werden sicherlich auf Dauer viel weißer werden. Nein, Spaß beiseite. Also für den Dauergebrauch würde das jetzt nicht unbedingt besonders in dieser Dosis hier empfehlen. Das sind die Informationen, die mir vorliegen. Aber ja, besser ich habe, wenn ich es langfristig wirklich verwende, wobei ich das ohnehin in Frage stelle oder komme gleich dazu, vielleicht das eine oder andere Problemchen. Also ich kriege Durchfall und dehydriere innerhalb von wenigen Tagen. Das ist meine Meinung dazu. Denn das Problem bei diesen Tabletten ist ohnehin, dass die natürlich eine Ähnlichkeit aufweisen. Was heißt das? Ich habe eine Packung, die es normalerweise gibt mit 50 oder 100 Tabletten. Ja, ich kann 100 Liter Wasser maximal machen. Oder mit diesen Streifen hier sind 25 oder sind es 50 drauf.
ich kann jetzt einen Liter mit diesem Teil hier aufbereiten. Beim Wasser abkochen, solange ich Feuer habe, kann ich Millionen Liter abkochen. Ja, ein bisschen übertrieben. Ja? Oder der Filter, da kann ich auch tausende Liter. Kommt natürlich oft auf die Situation an. Oder die Steripan, ja, die kann auch mehrere tausend Liter, bis diese UV, dieses UV-Teil kaputt ist. Also das ist, hält länger als diese Tabletten. Das nächste ist, sie haben theoretisch ein Ablaufdatum. Ich habe mir aber sagen lassen von, ich nenne keinen Namen, aber ich habe mir sagen lassen, dass die sehr, sehr lang über dieses Mindestpaketsdatum hinaushalten, denn was soll kaputt werden? Ja, also besonders für die nächsten 10, 20 Jahre, angeblich ist das hier kein Thema. Das ist aber Halbwissen, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nur weitergeben können, das weiß ich nicht, das kann ich nicht verstehen, weil ich da nicht wissenschaftlich genug oder in diesem chemischen Bereich gebildet genug bin. Gut, aber das ist Hörensagen. Aber das andere ist alles ganz klar. So, Frage jetzt an dich. Wo machen diese Tabletten Sinn? Wenn ich eine Lösung will für Wasseraufbereitung, wo ich weiß, dass ich biologische Gefahren im Griff haben will, wo ich kein Kochen möglich ist, das kann auf Reisen sein, in welcher Form auch immer, ob das Bug-Out-Reise ist oder normale Reise, ist das eine gute Möglichkeit. Wenn ich klares Wasser zur Verfügung habt. Ja? Das heißt, wenn ich davon ausgehen muss, dass ich permanent irgendeine aus einer Dreckslake das Wasser herauschecken muss, dann brauchst du auch noch zusätzliche Ausrüstung dazu. Und es ist im Endeffekt, weil immer wieder von der Krisenvorbereitung gesprochen wird, eine sogenannte auch Fire-and-Forget-Lösung. Während ich bei diesen Teilen hier, die ich übrigens sehr mag und ich mag die Steripan extrem, habe ich halt das Thema mit der Energieversorgung. Wenn ich das nicht hundertprozentig absichern kann, indem ich Batterien, USB, Auflademöglichkeit über Solar oder was auch immer zur Verfügung habe, also wenn ich dieses Energiethema nicht hundertprozentig im Griff habe, ja, dann kann ich kochen, aber das muss halt möglich sein. Den Filter kann ich verwenden, der ist aber nicht hundertprozentig sicher, dann ist das meine Fire-and-Forget-Lösung. Wenn ich das Wasser vorgefiltert habe, reinwerfen, 2 Stunden warten und vergessen. Ja? Fertig. Für kurzfristige Überlebenssituationen sicherlich eine Möglichkeit. Warum ich die Tabletten haben auch mehrere andere Anwendungsgebiete. Zum Beispiel, ich verwende es zum Desinfizieren meiner Filter. Soll bedeuten, ich nehme diese Tablette und wirf sie nicht auf einen Liter, sondern nur auf einen halben Liter zum Beispiel und lasse sie 2 Stunden lang einwirken. Und ich werfe sie rein, löse sie auf und spüle sie dann durch den Filter, auflösen, dann durch den Filter und da 2 Stunden drinnen lassen und dann den Filter wieder durchblasen und trocknen lassen. Denn dann habe ich, wenn hier irgendwo in diesen Filtermembranen irgendwo was Unangenehmes, Grausliches drin hängt, ja, und grauslich meine ich infektiös, dann kann ich das damit abtöten. Das ist die Idee dahinter. Ja. Bei diesem roten Mikroburforte MF1T heißen die, ja? Gibt es übrigens auch bei mir im Shop. Das sind diese roten, ja? Für die Wasserdesinfektion. Also noch einmal, auflösen, 2 Stunden, auflösen im Wasser einen halben Liter, dann hier durchblasen ein paar Mal, das Wasser da drinnen stehen lassen, 2 Stunden lang und dann wieder entblasen, austrocknen und die Sache ist erledigt. Mache ich bei dem hier. Ist das bei den Keramikfiltern zum Beispiel von Katadyn notwendig? Meiner Meinung nach nicht. Das ist eher bei diesen Systemen hier, in denen das Filtermaterial, ja, verschlossen ist und man nicht hinkommt. Ja? Bei einem Sawyer zum Beispiel, ja? Oder bei einem Katadyn B-Free. Aber bei den Keramikfiltern ist es eigentlich nicht notwendig. Gut. Und die andere Möglichkeit ist, das habe ich von Joe Vogel gelernt und mir auch bestätigen lassen, bis zu einem gewissen Grad komme ich gleich dazu. Und zwar, dass man eine Tablette jetzt hernimmt und in noch viel weniger Wasser auflöst. Und dann zum Beispiel für, wenn man eine Wunde hat, die sehr schmutzig geworden ist, Schnitt aufgerissen oder sonst irgendetwas, ja, und es ist schmutzig geworden, dann meint Joe Vogel zum Beispiel, den ich übrigens sehr schätze, dass das hier eine Desinfektionslösung sein kann. Und ich habe das mit meinem Notarzt, mit meinem Dr. Thomas Girgis, billige Einwährung, mit dem wir einen eigenen Online-Kurs gemacht haben zum Thema Outdoor und Survival Erste Hilfe. Schaut euch das auch unten an. Und der Thomas sagt, ja, das ist grundsätzlich sicherlich okay. Es ist halt die Frage, ob man das wirklich machen muss. Wenn man expeditionell unterwegs ist, also als in einer Expedition, so wie das der Joe war, der allein durch die, ich weiß nicht, was die Atacama-Wüste, ich habe keine Ahnung, irgendeine Wüste ganz allein, dann ist das sicherlich eine Überlegung wert. Wenn ich aber sage, okay, ich habe jetzt
einen Erste-Hilfe-Notfall, einen Survival-Erste-Hilfe-Notfall, den ich innerhalb der nächsten Stunden oder auch Tage, ja, wenigen Tage, 2 Tage, ein Tag, sowas, in die ärztliche Versorgung komme, dann ist das nicht unbedingt notwendig. Trotz alledem finde ich die Idee ganz einfach gut, weil es diesen Multi-Use-Gedanken, von dem ich sehr, sehr, sehr viel halte, hochhält. Ja, das zu dem. Gut, nächste Frage, die bei diesen Tabletten auch immer wieder auftauchen, ist, wie kann ich mein Wasser damit konservieren? Das hier sind die Micropurforte M11T1 oder 1T, ja 1T, entschuldige, merkt man das nicht genau. Das sind die roten, die sind zur Wasserdesinfektion gedacht. Und dann gibt es noch die blauen sind zur Konservierung gedacht. Das heißt, ich bereite das Wasser auf durch Kochen, durch Filtern, durch UV, durch Destillieren, durch Umkehrosmose oder was der Teufel was, ja, oder eben durch die chemische Aufbereitung, habe sie jetzt sozusagen sicher, nicht sauber und sicher, ja? Wobei das sauber ist nicht das Wichtige, sondern sicher, und sage, okay, jetzt möchte ich es für die nächsten Monate haltbar machen in einem Kanister oder was auch immer, dann nehme ich eine blaue Tablette oder hier würde ich das Pulver, besonders wenn du mit Kanister arbeitest, würde ich Pulver empfehlen, wenn man das besser dosieren kann. Streust das rein, löst das auf und hast dann für die nächste Zeit, für abhängig von der Dosis, die du da jetzt reingibst, 6 Monate Ruhe. Gut, ja, das ist für die Wasserkonservierung eine Möglichkeit. Das ist zum Beispiel auch bei Expeditionen vielleicht interessant oder für den Krisenvorrat, wobei man sich da wirklich die Frage stellen muss, im Zusammenhang mit, wenn ich mir Wasser für die Krisenvorbereitung vorhalte, ob das eine vernünftige Lösung ist, aber auch das, alles billige Eigenwerbung, es tut mir so leid, ja, damit auch das für jeden wirklich klar ist, weil manche einfach nicht checken, dass ich einen eigenen Shop habe und meine Produkte hier natürlich bewerbe, die du aber nicht bei mir kaufen musst, du musst gar nichts machen. Ja. Aber wir haben einen eigenen Wasser-Online-Kurs gemacht, wo wir unterschiedlichste Experten zu Wort kommen lassen, die sich mit diesem Thema auskennen, und es gibt viel, viel einfachere Möglichkeiten und Strategien ohne den blauen Tabletten Wasser langfristig haltbar zu machen. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Wenn du das willst, hol auch den bei mir im Shop. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Fassen wir zusammen. Die hier helfen bei biologischen Gefahren komplett. Das bedeutet Protozoen, Bakterien und Viren. Das ist auch die Größenordnung. Alles im Griff, genauso wie beim Kochen und bei UV. Nur der Filter kann teilweise Viren nicht raus, weil die im Nanometerbereich sind und da spielen die meisten Filter nicht mit. Es gibt aber Ausnahmen. Okay? Das hier nur bei klarem Wasser. Wenn das dreckig ist, schmutzig, dann musst du es vorfiltern. Das ist eine ganz wichtige Technik, die du drauf haben musst. Dann kannst du das Wasser aufbereiten. Dann ist es mal fürs Erste sicher. Bedenke aber, dass es sich wieder verkeimt. Das heißt, wenn du das Wasser dann aufheben willst, längerfristig lagern willst, dann ist eine Möglichkeit, die blauen Tabletten zu benutzen, ist auch okay. Du kannst sie einsetzen zur Reinigung von anderen Filtern und du kannst sie möglicherweise, wenn du längerfristig in so einer Situation bist und kein Desinfektions-, also Wunddesinfektion, nicht Handdesinfektion, Wunddesinfektionsmittel hast, daraus auch eine Wundspülung machen. Das ist es. Und nicht essen. Weil ich immer wieder, wie gesagt, das flasht mich immer wieder in meine Kindheit zurück. Wir haben diese Tabletten auf so einem, das war so ein weißes Ding, da sind die drin gelegen und da mussten wir in der Früh im Kindergarten und da nicht mehr hingehen. Das wäre jetzt zu Pandemiezeiten absolut irre, weil alle mit den Fingern da reingegriffen haben. Ja, wurscht, auf jeden Fall. So schaut die Sache aus. Das war's jetzt. Schreib mal unten einen Kommentar, was du von diesen Micropur oder grundsätzlich den Wasseraufbereitungstabletten hältst. Das würde mich sehr interessieren. Schau auch in meinen Shop vorbei. Immer rund um den Weltwassertag, ja, den 23.03. herum haben wir immer eine Aktion, wo wir Wasseraufbereitungskochutensilien zu einem besseren Preis hergeben. Und das ist ganz entscheidend, bau dir Wissen zum Thema Wasser auf, zum Thema Wasseraufbereitung. Denn eins ist auch klar, für alle Survivalisten und Krisenvorbereiter da draußen, die ganze geile Ausrüstung mit ja und das und hier und am Messer und so weiter ist voll cool. Ist voll super, ja, ich mag das auch extrem, ja. Du weißt, ich stehe auf Bushcraft, ja, Waldurlaub und so weiter. Aber Fähigkeiten sind Dinge, die ganz entscheidend sind, denn wenn du nicht weißt, was du tust, dann hilft dir die beste, geilste Ausrüstung nicht. Meine Meinung dazu. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen, da geht es zu mir im Shop, zu dem Thema Wasser, Aufbereitungsmöglichkeiten, die wir im Shop haben, aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann, bis bald und ciao.